Timo Beermann ist bei uns nach dem 1:0-Sieg hier in der ersten Hauptrunde DFB-Pokal beim SV Todesfelde. Ich habe Sese eben auch schon gefragt, den Schützen des goldenen Tors. Ganz grundsätzlich erstmal deine Meinung zum Spiel. Ja, es war ein Pokalfight, den wir eigentlich nicht... wir wussten schon, dass es ein Pokalfight wird, aber wo wir schon einen Ticken eher entscheiden wollten. Und ja, wie das dann halt so ist, nach den ersten 10, 15 Minuten haben wir sehr gut angefangen, sehr viel Schwung gehabt, gut kombiniert, die eine oder andere auch echt gute Torchance gehabt. Ja, und dann wurden wir ein bisschen ungenauer, vielleicht ein Ticken zu ungeduldig. Ja, und der Kleine ist halt ein bisschen gewachsen an sich und hat dann an seine Chance geglaubt, ja, auch völlig zu Recht. Und am Ende des Tages bin ich einfach froh, dass Sese den irgendwie abgefälscht, ist er irgendwie ins kurze Eck reingegangen und wir eine Runde weiter sind, weil darum geht es ja auch am Ende des Tages. War es denn das erwartete schwere Spiel gegen den zugegebenermaßen sehr tiefstehenden Gegner? Ja, klar. Es war schon klar, dass es kein leichtes Spiel wird, so wie es vielleicht der eine oder andere gedacht hat. Aber wir hätten es uns wesentlich einfacher machen können, glaube ich, wenn man einfach einen Ticken noch besser gespielt hätte und halt vor allem auch die Chancen genutzt hätte, die wir auf jeden Fall auch hatten. Aber ja, wir haben immer wieder einen Anlauf genommen, immer wieder versucht und am Ende wurden wir dann auch belohnt. Geben diese in Anführungsstrichen Pflichtsiege denn trotzdem auch das Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben jetzt in der zweiten Liga? Oder sagt man einfach, Mensch, das haben wir hier heute mitgenommen, abhaken und führt es ein komplett anderes Spiel? Ja, grundsätzlich wird es ein komplett anderes Spiel werden, aber trotzdem ist es eine schöne Sache. Wir sind in der zweiten Runde vom DFB-Pokal, das ist top und am Ende des Tages fragt auch keiner nach, ob es gegen Todesfelde war oder sonst wen. Und klar, es wird uns Auftrieb geben, wir werden jetzt viel schon nach Hause fahren mit einem guten Gefühl, scheißegal wie es zustande gekommen ist und und ab morgen oder spätestens Anfang nächster Woche werden wir uns dann auf Fürth vorbereiten. Heute danke fürs Interview. Ja.